The G is back. Ihr habt abgestimmt, dass Gregory wiederkommen soll. Bei Facebook, beim Fratzenbuch gab es eine Umfrage. Da wurde entschieden, dass wir ein wenig mit Gregorina spielen, aber dann zum Ende hin wieder auf Gregory the G Onk umswitchen. Das haben wir jetzt gemacht hier in unserem wunderbaren Domizil, was uns als Gregory natürlich auch noch gefällt. Ja, von seinem Hodenbruch hat er sich erholt, der gute Gregor. Ist jetzt wieder vollends am Start. Ich glaube, ich schnapp mir mal lieber eine Karre, als zum Hubschrauberplatz zu fahren. Und Gregorina, die Gute, die ist mit ein paar Freundinnen nach Hawaii, hat gedacht, ich habe jetzt genug hier in Steelport geackert. Ich muss mal ein bisschen Urlaub machen. Und da sich Gregory ja wieder von seinem Hodenbruch erholt hat, muss er nun wieder hier die ganze Arbeit machen, während Gregorina einen wunderschönen Hawaii-Urlaub mit einigen Freundinnen verbringt. Ja, und welches Auto nehmen wir denn jetzt mal? Mit einigen Adrettenfreundinnen übrigens, wenn ich das so sagen darf. Die Keschin können wir übrigens ja auch nicht aufpimpen. Und die Panzer können wir ebenfalls nicht aufpimpen. Wir wollen uns jetzt mal, denke ich, an eine neue Mission wagen. Zurückholen, holen wir uns mal den Peacemaker. Und jetzt gehen wir hier mal kurz auf Aufträge. Viola, eine ferne Chance. Na, das wollen wir dann doch mal machen. Ja, Gregory habe ich so umdesignt. Ich habe das jetzt nicht alles gemacht. Come to the broken shillelagh. I don't do pump food. Too bad. I'm done fucking around. Naja, Gregory habe ich auf jeden Fall so umdesignt, ohne es aufzunehmen. Das habe ich mal gemacht, weil ihr wisst ja eh alle, wie der gute Mann aussieht. Hat auf jeden Fall ein ganz nettes, legeres Outfit an. Oh, Backe. Ja, jetzt mach Platz, komm. Setz doch nicht zurück. Das ist doch der größte Fehler, den du machen kannst in so einer Situation. Wenn so ein Freak hinter dir ist. Gregory the G-Onk. Ja, fährt auch nicht besser als vorher. Liegt wohl auch irgendwie an mir. Aber in Saints Row, wenn man da auch nicht auf den Verkehr achten muss, kann man ja auch Vollgas geben. Wer geht dann schon vom Gas, ne? Freiwillig. Autsch. Jetzt hier einen schönen Drift. Und zack, dann sind wir auch wieder auf der Strecke. Und wir treffen uns beim Broken Shillelagh. Ui, 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 ui. So, und hier sind wir richtig. Zack, und schon sind wir da. Alright, I'm done fucking around. I want Kilbane. You wanna hurt Kilbane? You gotta hurt his reputation. So, what, we humiliate him? Can't we just kill the bastard? Take Kilbane's mask and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. I don't know, this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. He's more scared of Angel than me? Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. You're gonna look hot in a Speedo. Oh, Backe. Wir müssen also einen Wrestlerkampf gegen Kilbane jetzt bestreiten. Begib dich zur Sporthalle. Which? Vehicles. Can't we just shoot them? These are supposed to look like accidents, remember? Is it gonna work from up here? Mm. Wonderful. Is Kilbane really that afraid of you? No, I'm better than him. And you think he'll fight me? If there's no more contenders, he'll have to. I say we just kill him. Easier? Yes. But nothing worth doing is easy. When you raise Kilbane's mask to the screaming crowd, you'll know you made the right choice. If you say so. Wir sollen Kilbane also zu Eddie wieder machen. Und da vorne sehen wir auch hier diese ganzen Gase von den Zombies. That's right, folks. Get those hepatitis vaccines updated because the blood will be flying soon at Murderball 31. Right you are, Zach. And who better to announce the official lineup than the champion himself, Kilbane? Oh, you know, opponents have been arriving from all over to face their fears and meet the architect of their demise. So stay tuned as the press conference will be coming to you live from the Three Count Casino within the hour. I can't wait. Murderball, Murderball, Murderball! That loot store heading towards the car is the Mad Mangler, Little Roberts. Mad Mangler. Do I need to be worried he'll send me back in a box? Actually, he's pretty laid back. Throw me a bone, at least. Let's get to the press conference. Hey, what's wrong with this car? Da sind noch Genkis, die wir jetzt umfahren müssen. Zählen auf jeden Fall auch.
Oder was sind das für welche? So, da haben wir noch zwei erwischt. Wir können das Auto ja wunderbar fernsteuern, die Typen hier alle plattrollen. Ja, und der Typ, der wundert sich. Mensch. Was mache ich hier nur? Oh, die hättest du auch mal alle mitnehmen können hier. Fünf. So eine ganze Bagage direkt hier. Sieben haben wir schon auf einen Streich sozusagen. Und die nehmen wir nochmal mit. Da haben wir noch einen mitgenommen, den wir vorher noch nicht hatten. Hier, den Kerl wollen wir natürlich auch nicht so dalassen für sein blödes Kostüm. Und hier einmal zurücksetzen. Haben wir denn hier noch Fußgänger irgendwie? Da, vorne. Schon mal genügend. Die räumen wir direkt mit dem Gerät um. Oh. Oh, naja, halb so wild. Hat er sich sicherlich gewundert, was sein Fahrzeug macht. Nein, es ist nicht Knight Rider. Patsch. Warum hat der nicht gezählt? Den habe ich doch offiziell da locker flockig umgeheizt. Das Ding lässt sich allerdings auch nicht so gut steuern. So, und jetzt sollen wir uns zur Tankstelle begeben. Na, das kriegen wir auch noch hin. Bams. Genau, ein schöner Drift um die Ecke. Oh, der muss leider auch noch dran glauben. Und jetzt sind wir doch eigentlich so gut wie da. Naja, noch nicht ganz. Der Wagen sieht auch nicht mehr so tacofrisch aus. Ja, fahre mit dem Auto gegen die Zapfsäule, haben wir erledigt. Begib dich zum Hafen. Mad Mangler Merle Roberts, a luchador, slated to compete in the upcoming Murder Brawl 31, ran over several pedestrians in what witnesses say was a rage-induced vehicular massacre. His body is being pulled out of the fiery wreckage as his career ended at a dead end. This is Jane Valderrama with a breaking news report. Ja, Pech gehabt hat er da wohl, ne? Und jetzt ist die Bahn frei für uns, für den Kampf gegen Kilbane. You need to get laid. Electronics are good for that too. Didn't hear that. Können wir jetzt eigentlich auch noch so ein Fahrzeug übernehmen? Ich sehe hier gerade nur kein Fahrzeug, außer dieses Nuttenboot, was wir, glaube ich, ersoffen lassen haben. Da haben wir doch die ganzen Nutten rausgeholt damals. Vielleicht die Dinger hier. Ja, haha. Selbstzerstörung. Ich will mal gerne Selbstzerstörung machen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Aber ist doch auch ganz so lustig. Lass die Strandparty platzen. Jo, Leute. Bams. Oh, Backe, da bin ich aus Versehen aus dem Heli gerade rausgehüpft, was ich ja eigentlich gar nicht vorhatte. Aber hier sind ja auch schon unsere Saints-Kollegen. Or is death smoothing out a wrinkle in his design? This is Jane Valderrama with a breaking news report. Na komm, steig schon ein. Jetzt können wir hier nicht rein, weil wir zu dem Hubschrauber müssen oder was, weil ich hier rausgesprungen bin. Warum wird mir dann denn überhaupt ermöglicht, dass ich rausspringen kann? Dann springe ich jetzt zum Ufer. Schöner Körper rein, Sprung ans Ufer. Ich hoffe, wir tauchen jetzt auf der anderen Seite auf. Natürlich nicht. Das hat dir sehr viel gebracht. Na dann schwimme ich halt eine Runde. Ich habe ja schon Seepferdchen. Nee, in Wirklichkeit habe ich sogar Gold. Hoho, da kann man ja mächtig stolz sein, ne? Nicht. Was habt ihr denn für ein Abzeichen? Und mögt ihr schwimmen? Geht ihr gerne mal planschen eine Runde? Vielleicht seid ihr auch richtig professionelle Schwimmer? Ich weiß es ja nicht, das bin ich nicht. Wenn ich kraule, geht das zwar, aber ich denke, ich mach's nicht perfekt. Diese Techniken da auch perfekt drauf zu haben, ist gar nicht mal so leicht. So, jetzt probieren wir es mal hier mit dem Sprung ans Ufer. Und jetzt kommen wir auf der richtigen Seite an. Wir können sie aber allerdings nicht in irgendein Auto quetschen, leider gerade in diesem Moment. Aber dafür können wir eins übernehmen, was ja auch völlig in Ordnung ist. So,
So, begeben wir uns jetzt mal zum Hubschrauber. Können wir dann hier lang fahren? Dann muss es doch eine andere Route geben. Hier mit der Fernsteuerkarre. Scheiße, die ist auf der anderen Seite des Flusses. Ach, naja. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen zu weit entfernt. Zu weit aus dem Fenster gelehnt. Och, ist das eine schöne Veranda hier. Ups, das wollte ich gar nicht hier wieder reinklatschen. Ich wollte diese wunderschöne Veranda mal kurz begutachten. Jetzt springe ich mal wieder ans Ufer. Flux. Flux wieder ans Ufer gehüpft hier. Der hat auch eine schöne Veranda. Leider können wir die Autos jetzt nur ferngesteuert benutzen. Kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Vielleicht kommen wir da auch so hin. Ich komme ja nicht mehr zu dem Hubschrauber. Der ist ja im Himmel. Ich verstehe nicht, wie ich das überhaupt noch erledigen soll hier. Kaum sind wir wieder auf Gregory umgestellt, da geht alles in die Hose, oder was? Wir müssen angeblich hier beim Wasser lang. Da müsste ich mir theoretisch einen Hubschrauber kidnappen. Vielleicht kann ich mir ja einen liefern lassen. Mal gucken gerade. Verbesserung haben wir auch noch. Telefon. Fahrzeuglieferung. Vielleicht geht da auch sowas wie Flugzeuglieferung. Wäre ja gar nicht so übel, ne? So? Ah, ist besetzt gerade. Telefoniert wohl gerade wer. Na, bestens. Übernehmen wir mal ein anderes Fahrzeug gleich. Aber ich will mich jetzt erstmal in die Nähe begeben. Denn wie soll ich denn bitte diesen Hubschrauber da kriegen? Der in der Luft ist. Vielleicht indem ich den hier abschieße, den anderen. Wenn das funktioniert, wäre natürlich super cool. Ich hätte einfach nicht aus dem Hubschrauber rausspringen dürfen. Aber ich habe ja auch nur aus Versehen auf Dreieck gedrückt. Ich wollte da ja eigentlich ursprünglich auch gar nicht rausspringen. Und damit haben die nicht gerechnet, die Entwickler des Spiels. Ich glaube, der ist noch zu weit weg, als dass ich den übernehmen könnte. Aha, da bin ich drinne. Begib dich zum Hubschrauber. Und jetzt begeben wir uns mit dem Hubschrauber zum Hubschrauber. Und die Leute, die im Hubschrauber sitzen, die wundern sich, was ihr Hubschrauber macht. Das ist schon ganz schön eigenartig für so einen Hubschrauber, muss ich sagen. Man sieht hier nur so gut wie gar nichts. So, hier können wir runter, hier können wir hoch. Ich fahre mal runter. Hallo. Hier tut sich überhaupt nichts fast. Fahr doch mal weiter geradeaus hier mit dem Hubi. Ich komme da nicht näher ran, oder was ist da los? So, jetzt geht's. Nicht. Ich kann da irgendwie nicht gegen anfliegen. Warum auch immer. Ich werde immer wieder zurückgeworfen. Also irgendwas scheint hier mächtig schief gelaufen zu sein, liebe Freunde. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier von Checkpoint, habe ich mich einfach mal in die Luft gejagt gerade. Ich glaube, wir hätten da gar nicht rausgehen dürfen aus dem Hubschrauber. Das ist das Problem. Jetzt sitzen wir wieder drinnen. Dann fliegen wir jetzt nochmal darüber und dann hat sich die ganze Angelegenheit erledigt. Aha. Jetzt sollen wir den Hubschrauber fernsteuern, den wir eben ferngesteuert haben. Ja, eben hat es besser geklappt. Ja, warum kommt da nichts hier? So, jetzt haben wir noch. Jetzt sollen wir in den anderen Hubschrauber stürzen. Na, das kann ja auch eifrig lustig werden. Der Typ hat ganz schön Angst hier im Heli, der dem fliegt. Ach du Kacke, ich hoffe, ich krieg das hin. Also eigentlich irgendwas gegen irgendwas fliegen bin ich ja eigentlich sehr gut drin, ne? Also. Did he just jump out? No, that was the pilot. Trash can must be flying now. Don't lose him. I won't. Ach du Kacke. Krieg ich doch niemals hin hier, zum Hubi, gegen einen anderen Hubi zu klatschen. Jetzt haut er auch noch ab, der Drecksack. Da, bleib stehen! Bleib stehen! Mensch, stopp mit dir! Stopp, Freundchen! Flieg ruhig in das Haus rein, vielleicht kann ich dich da erwischen. Ja. That's done. There are any more? I've saved the worst for last. El Presidente. What? He's reached out to Stag for protection. He's afraid that Kilbane will try to kill him before the match. He's half right. Time to take over a tank. I think Stag's about to cause an accident.
Na, es war auf jeden Fall gerade eine lustige Aktion mit dem Hubschrauber. This just in. It was shades of the great bootlegger recall of '07, as yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash. Citizens of Steelport, a word of advice. Pull over now. This is Jane Valderrama with a breaking news report. Ach, wie ich den Analogstick doch manchmal hasse, liebe Freunde. Wie ich ihn doch manchmal hasse. Aber wurscht! Denn im Panzer ist es halb so wild. Töte den letzten Wrestler. Das machen wir. Die ganze Konkurrenz vorher schon entfernen, damit Killbane gegen uns fighten muss. Au, Backe. Das hat ja nicht gut funktioniert. Da müssen wir nochmal einen anderen Panzer uns organisieren. Was hat der denn ausgehalten, bitteschön? So, den haben wir plattgerollt. Da vorne ist er. Irgendwie, verstehe ich gar nicht, warum wir den getroffen haben. Also wir müssen den doch jetzt eigentlich richtig... Boah, was hält der denn aus, der Panzer hier vom Wrestler? Also deutlich mehr als unserer. Na komm schon her. So. Jetzt kriegt er nochmal eins aufs Mützchen hier. Was? Wie schnell ist denn hier unser Stackpanzer im Eimer? Stellen sich das aber locker lapidar vor hier vielmehr, ne? Okay, noch einen besorgen. So, und jetzt hinter dem Wrestler her, den letzten Burschen. Deswegen stehen hier auch so viele Panzer. Okay, der hat gesessen und noch einen, komm. Schön. Ist wurscht, denn wir können uns ja direkt noch einen schnappen. Da standen ja genug. Na komm, Pierce. Was war das? Da ist Pierce abgestürzt. Das ist ja ein Absturz. Müssen wir wohl nochmal probieren.